Hast du schon mal einen Geschirrspültab in der Mitte geteilt? In diesem Video zeige ich dir, warum du das unbedingt machen solltest. Denn wenn deine Geschirrspülmaschine voll ist, dann musst du sie natürlich starten, damit das Geschirr wieder richtig schön sauber wird. Und wahrscheinlich benutzt du dafür auch regelmäßig einen Geschirrspültab. Dann packst du diesen in die Geschirrspülmaschine und startest sie. Danach kommt das Geschirr zwar richtig schön sauber wieder heraus, doch das Problem ist, du brauchst gar nicht einen ganzen Geschirrspültab. Denn in einem ganzen Geschirrspültab ist wirklich sehr viel Reinigungsmittel enthalten, so viel brauchst du niemals, um dein Geschirr sauber zu bekommen. Daher solltest du den Geschirrspültab im besten Fall in zwei Teile teilen, denn ein halber reicht auf jeden Fall aus. Das ist deutlich besser für die Umwelt und schont zudem auch noch deinen Geldbeutel, da du so natürlich viel weniger Geld für Geschirrspültabs ausgeben musst. Falls dieser dir beim Zerschneiden zerbröselt, so wie du es bei mir sehen kannst, ist das absolut nicht schlimm. Du gibst einfach die einzelnen Teile in das Fach, wo der Geschirrspültab hineinkommt. Ein halber sollte es nur mindestens sein, damit du hier noch eine richtig schöne Reinigungsleistung erzielen kannst. Und so gibst du diesen halben Geschirrspültab jetzt in deinen Geschirrspüler und startest das Ganze dann wie gewohnt. Und danach wirst du sehen, dass auch so dein Geschirr wieder richtig schön sauber wird. Ich zeige dir hier jetzt auch noch das Ergebnis bei meinem Geschirrspüler. Und wie du sehen kannst, ist wirklich das komplette Geschirr danach auch wirklich sauber und wir haben hier absolut keinen Schmutz mehr dran. Noch besser und deutlich günstiger ist es übrigens, wenn du Geschirrspülpulver benutzt. Und noch günstiger wird das Ganze, wenn du dieses selber herstellst. Ich verlinke dir deshalb an dieser Stelle noch ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, wie du mit drei einfachen Hausmitteln Geschirrspülpulver selber herstellen kannst. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.